und herzlich willkommen hier zur niegelnagelneuesten Filmkritik beim Telestammtisch. Und die heutige Ausgabe, dieses beste Beispiel dafür, wie ihr auch mal an so einer Filmkritik teilnehmen könnt. Denn es gibt in Deutschland viele Filme, die kann sich ein gewisser, also kann sich der ein oder andere auch vorm offiziellen Kinostart anschauen, ohne in irgendeiner Presseverführung gewesen zu sein. Ich hatte hier wieder das Glück, eben zur Presseverführung eingeladen zu werden, aber diesmal war es auch so, dass die Rocket Beans eine Preview für die Community in verschiedensten Städten von diesem Film gestartet haben. Und ihr könnt es vielleicht schon erahnen, wir reden heute über den Film Ready Player One. Und da habe ich heute hier zwei Leute am Start, die diesen Film bei dieser Community Preview gesehen haben. Moin Stefan, moin Marco. Gute. Ja, könnt ihr mal vielleicht so ein bisschen erzählen, wie das gewesen ist? Ich selbst habe ja jetzt nicht die Gelegenheit gehabt, dabei zu sein. Wo habt ihr den Film gesehen? In welchen Städten? Und wie war es eigentlich? Ja, dann würde ich sagen, ich fange mal an. Ja, also ich war in Frankfurt am Main, habe ich mir den Film in der Vorpremiere durch Rocket Beans angeschaut. Es war eigentlich ganz simpel gehalten. Also es gab jetzt nichts Besonderes. Also es war halt einfach nur eine ganz lapidare Vorpremiere von dem Film, ohne großartige Vorreden, Nachreden oder sonstige Sachen. Wir sind da hingekommen, haben die Karten bekommen, sind in den Kinosaal rein und dann lief der Film. Also es war wirklich eher unspektakulär, sage ich mal. Tatsächlich war es in München nicht anders. Also man ist da reingegangen, man hat sich hingesetzt, es ist die Anweisung, macht bitte alle eure Handys aus. Und dann wurde vorne noch ein Foto gemacht vom vollen Saal, dann ging das Licht aus und dann hat der Film auch direkt ohne Trailer oder irgendwas angefangen und danach ist er raus. Siehst du, du hattest immerhin ein Foto, das hatten nicht mal wir. Ja, müssen wir eben, ne? Nice. Und dann war viel los, die Karten waren da glaube ich alle weg, recht fix, ne? Ja, war ausverkauft. Also was heißt Ausverkauf, gab es ja kostenlos im Prinzip. Ja, in München waren es, ich denke mal, so zu 80% was voll. Wenn ihr das so mal so bewerten wollt, die Previews, da gibt es so verschiedene Veranstaltungen, auch so YouTube-Previews haben wir auch von Robert Hoffmann, der macht ja viel. Oder zuletzt gab es auch die Gelegenheit, sich den Film The Florida Project vorab in der Preview anzuschauen. Das ging auch über die sozialen Medien, die Möglichkeit, sich da anzumelden. Wie findet ihr denn diese Art und Weise von Previews? Also das war jetzt meine erste Preview überhaupt, die ich da mitgenommen habe über sowas. Also ich finde es eigentlich soweit ganz gut. Ich brauche ja nicht unbedingt das Remi-Demi außenrum. Also daher war ich ganz zufrieden damit. Also ich komme relativ selten in so einen Genuss, aber ich sage mal so ein-, zweimal im Jahr. Und es war tatsächlich, also ich mag so. Man geht rein, man ist eigentlich mit Gleichgesinnten zusammen, weil man weiß, das sind alles Leute, die sich darum bemühen, hier möglichst früh genau bei diesem einen Film dabei zu sein, überwiegend. Und also bei so YouTubern mache ich es jetzt weniger, weil mir kommen die Leute da immer komisch vor, glaube ich. ansonsten, man geht rein, schaut sich den Film an, man lernt vielleicht ein paar Leute kennen, die irgendwo auf der gleichen Wellenlänge sind und dann geht man raus, trinkt vielleicht noch was zusammen, sowas bei uns in München und dann hat man wieder ein paar nette Stunden oder ein paar nette Momente mit Menschen verbracht. Ist auch sehr angenehm oft. Ach cool, also auch ein bisschen so, ja, Community steckt ja auch im Community-Preview drin. Es gibt also schon so ein bisschen, man quatscht auch mal eine Runde, ja? Ja, den einen oder anderen. Ich meine, bei mir war es so, ich hatte ein Nukular-Shirt an, der Typ hat ein Radio-Nukular-Shirt an. Somit hat man gleich irgendwie gemerkt, okay, wir haben nicht nur den Film gemeinsam als Interesse. Und kurzer Smalltalk, nachdem ich im Kino mit meinem Bruder und ein paar Kumpels von ihm war, die habe ich dann nicht mehr gefunden, dann hatte ich da wenigstens jemanden, mit dem ich mich ein bisschen austauschen konnte kurz. Und ja, ist immer ganz angenehm sowas. Ja, also mega. Ich kannte halt schon viele Leute, die auch dort waren, weil die Rocket Beans Community hier ja schon etwas größer ist und man kennt sich hier halt auch. Auch die Radio Nukular Abteilung, die kommt ja auch hier aus Frankfurt, Aschaffenburg, die Ecke, also Max Nachtsheim selbst. Da kennt man sich untereinander, also da steht man auch nie alleine da. Sehr schön. Hat also die große Nerd-Familie wieder zusammengefunden. Das höre ich doch gern. Klingt auch nach einem vollen Erfolg. Und ich denke, wenn man die Gelegenheit hat, so eine coole Preview-Aktion dann mitzunehmen, finde ich es auch saugeil. Gerade weil ich auch so ein bisschen das Gefühl habe, man spricht ja halt wirklich so die Kernzielgruppe an. Also man musste sich ja eben quasi anmelden. Man erfuhr das nur von der Veranstaltung, wenn man überhaupt die Beans kennt, wenn man eben weiß, wo man sich anmelden muss und so. Und das ist schon irgendwie cool, weil ich glaube, dass es genau die richtige Zielgruppe ist. Genau. Ja, das war aber ganz lustig. Ich habe an dem Tag, wo die Karten offiziell in den Verkauf, also in die Reservierung gegangen sind, habe ich selbst hier in Darmstadt eine Community-Veranstaltung für die Rocket Beans gemacht, unter anderem. Das hat sich alles gut überschnitten. Was hast du da gemacht? Ja, also ich habe
Tim Heinke und Daniel Schröckert von den Rocket Beans, die lade ich einmal im Jahr dazu ein, bei uns in Darmstadt in der Disco aufzulegen und dann mache ich ein großes Community-Treffen immer draus. Cool. Ach cool, wenn es da irgendwas gibt, was wir verlinken können, irgendwelche Links zu Seiten oder so, dann schreib mir die mal, dann packe ich die mit in die Shownotes rein. Ja klar, schreibe ich dir erstmal rüber dann. Mega gut. Ja und Marco, wie sieht es bei dir aus? Du hast ja auch irgendwie einen Podcast auch am Start. Was genau ist es denn? Ja, das ist tatsächlich total wirres Gerede. Also ich habe einen Podcast, Marco Latour, der verfolgt eigentlich nicht wirklich ein Ziel. Da mache ich jetzt sowas wie Ready Player One, wenn ich in eine Preview gehe. Oder ich, keine Ahnung, hau irgendwelche sinnlosen Gedanken raus. Oder aktuell jetzt, damit wir beim Thema Rocket Beans sind, gibt es ja das neue Format Filmfights. Und ich schnappe mir dann immer die Tonspuren von den Bohnen, wo sie halt die Fragen stellen und deren Antworten und Begründungen. Und ich bringe dann praktisch, weil ich ja nie in so eine Sendung eingeladen werde, meinen Senf dazu und sage, dass ich geantwortet hätte. Also da habe ich jetzt eine Episode gemacht, die zweite liegt eigentlich schon auf Halde, weil ich möchte immer einen Monat guten Abstand gewinnen, also eine gute Zeit, so 3-4 Folgen hinterherhinken, damit einfach jeder auch die Gelegenheit hatte, sich das anzusehen und jetzt nicht gleich als Erster einen Tag später das raushauen. Also irgendwie so ein Quatsch. Und dann habe ich noch einen Podcast, der jetzt ab nächsten Monat wieder startet. Das mache ich immer so für 3, 4, 5 Monate im Jahr. Der heißt Rote Liste Filmcast. Da geht es nur um alte Filme. Also so King Kong von 1933 oder so. Also kein Film jünger als 25 ist so die Devise. Und diese Filme werden nämlich nie im Podcast erwähnt, aber sowas wie Wargames, der ja jetzt auch Bestandteil im Buch zumindest von Ernest Klein war, wird nie in einem Podcast erwähnt, wenn es jetzt nicht Ready Player One als Grund dafür gäbe. Und auf solche Dinge gehe ich dann halt ein und mache so immer so 2, 3 Filme pro Episode. Du wirst es kaum glauben, aber ich glaube, ich war vom Rote Liste Podcast, den ich sogar kenne, einer der ersten Liker auf Facebook. Ach, ja, also, habe ich irgendwo aufgeschnappt, habe ich auch schon, ich glaube, ich habe es leider nur geschafft, die ersten beiden Folgen bis jetzt anzuhören, aber immerhin, also ich kenne das. Das ist cool. Also hört mal rein, ist sehr interessant, was du da zu erzählen hast und auch gut recherchiert und vor allem auch fundiert. Und mal schauen, wie fundiert wir uns heute hier über Ready Player One unterhalten können. Einen Film, der jetzt demnächst am 5. April in die deutschen Kinos kommt, ist ab 12 Jahren freigegeben, geht 2 Stunden 20 und ist, so viel verrät der Trailer und das war irgendwie auch erwartbar, so eine Art Action, Abenteuer, Science Fiction, CGI, Bombast-Kino. So würde ich es, glaube ich, einführen wollen, wenn wir von den Filmen sprechen. Und ja, Steven Spielberg hier als zuständiger Regisseur bringt da einen Film in die Kinos, der für sehr viel Aufsehen gesorgt hat, gerade so in der Szene möchte ich es mal nennen. Und das zentrale Kernmerkmal des Films ist ja sind wahrscheinlich die also unzähligen Referenzen auf andere popkulturelle Bücher, Games, Filme vor allem, musikalische Sachen, also wirklich querbeet. Da werden wir ganz sicher auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, was uns da so aufgefallen ist. Aber vielleicht sollten wir uns vorab so ein bisschen mal über die Geschichte unterhalten und über die eigentliche Handlung, die wir auch mal anreißen müssen. Marco, willst du es mal versuchen, da so die groben Handlungen mal so anzureißen? Ja, das Grundkonzept ist ja, dass es diese digitale Welt gibt, diese Oasis, in der sich jeder reinflüchtet, weil einfach im Jahre 2045, ich sag mal, die natürliche Umgebung, das Real Life einem nicht mehr viel bietet, wo man sich austoben kann, wo man etwas erleben kann, wo man sich selbst ein bisschen oder aus sich rauskommen kann. Und somit gründet, wie heißt jetzt der mit Vornamen, Halliday ist sein Nachname? Hallidale, Anorak, Der Anorak in seiner Welt. Also Halliday heißt er zumindest mit Nachnamen, gründet eben diese Oasis, die zur größten Wirtschaftsmacht dann praktisch auf dem Planeten wird, weil wirklich, also auch wie im Buch beschrieben, da sind Schulen drin, sind anerkannte Abschlüsse, jeder hat hier Zugang zu freier Bildung, jeder hat hier Zugang zu wahnsinnig vielen Items, mit denen er sein Second Life praktisch führen kann, um hier eine Parallele vielleicht zu dem tatsächlichen Spiel zu schlagen. Und es gibt halt auch kostenpflichtige Items. Man ist standardmäßig ausgestattet. Es gibt aber auch die Möglichkeit, sich abzugraden optisch. So finanziert sich das Ganze und ist somit das größte Unternehmen auf dem Planeten. Jetzt stirbt aber dieser Halliday eines Tages und hat eine Videobotschaft vorbereitet für diesen Tag, indem er sagt: Ich habe in dieser riesigen digitalen Galaxie ein Easter Egg versteckt. Und wer dieses Easter Egg findet, also um es zu finden, muss man erstmal mehrere Aufgaben und mehrere Schlüssel freispielen, mehr oder weniger. Und wer dieses Easter Egg gewinnt als Erster, wer sich als würdig erweist, der
bekommt dann praktisch den vollen Zugriff auf die Oasis plus mein Vermögen. Und er hat die Spiele natürlich auch, oder die Aufgaben, die Quests, so ausgewählt, dass tatsächlich Leute, die irgendwie mit ihm auf einer Wellenlänge, die seinen Geist irgendwie weiterleben, weil sie einfach auch diese Referenzen auf die 80er, beziehungsweise im Film dann auch auf die 90er irgendwo leben und verinnerlicht haben, dass so einer dann letzten Endes diese Kontrolle gewinnt. Auf der Gegenseite möchte jetzt die Innovative Online Industry oder Industries, das ist das zweitgrößte Wirtschaftsunternehmen, die möchten aber jetzt natürlich auch versuchen, dieses Easter Egg für sich zu holen, um dann eben die größte Wirtschaftsmacht zu sein und das Ganze kostenpflichtig auch zu machen, hier Profit daraus zu schlagen und rekrutiert Experten auf verschiedenen Gebieten, um immer im Vorteil zu sein, um die Besten bei sich zu haben. Ein bisschen so das, ich sag mal, FC Bayern-Prinzip, wir holen uns die Besten wieder, dann können wir nicht mehr verlieren. Und jetzt gibt es eben diesen Wettstreit, die User, die für die Ideale der Oasis kämpfen, gegen die IOI oder die Sechser, wie sie ja genannt werden, weil sie alle sechsstellige Mitarbeiternummern haben. Wer bekommt jetzt als erstes die Schlüssel, wer löst die Quests und wer holt sich letzten Endes dann dieses Easter Egg? Und in dieser Welt, die ja so sehr, also quasi für sich stattfindet, diese Virtualität, spielt ja in der echten Welt selber, die ist ja eigentlich kaputt. Ja, also gleich zu Beginn des Films kriegen wir so einen Crashkurs, was eigentlich passiert ist. Die Welt hat weiterhin große Probleme. Ich vermute mal, die sind so ein bisschen ökologischer Natur. Und man hat aber aufgegeben, sich um die Lösung dieser Probleme zu kümmern. Man hat das einfach, man sieht da keine Chance mehr und flüchtet sich quasi direkt in diese Oasis-Welt, in der nahezu alles möglich ist. Und dann gibt es ja diesen Protagonisten, den Wade Watts, der auch nicht ohne Grund so heißt, weil sein Vater wohl der Meinung war, das klingt wie ein Superheld und das so müsse er wohl heißen. Und der wiederum ist sehr erfolgreich bei, also der kennt diesen James, heißt übrigens James Halliday, habe ich geschaut, hat sich sehr mit ihm beschäftigt, kann sich wohl auch sehr mit ihm identifizieren und ist wohl in seiner Biografie auch gut befasst. Und der macht eben jetzt auf die Jagd nach diesen Schlüsseln und dabei trifft er auch verschiedenste weitere Charaktere. Man muss vielleicht auch sagen, die haben dann diese Leute, die haben natürlich alle einen echten Namen, in dem Fall eben Wade Watts, aber in der Oasis selbst haben die dann ja so einen Avatar-Namen einfach, ja. Er heißt dann da zum Beispiel Percival, er trifft in der Oasis auf Artemis, von der er sagt, er hat sie, glaube ich, beim, also sowieso Fan von der, er guckt ja beim Zocken auf Twitch zu, hat er, glaube ich, sogar im Film gesagt. Hat er. Und ja, die haben natürlich in der echten Welt auch echte Namen und sehen da unter Umständen auch ganz anders aus, als sie sich natürlich selbst auch in der Oasis da präsentieren. Genau, da gibt es also eben diese Samantha Cock, die diese Artemis präsentiert, auf die trifft er, die ist dann irgendwann Teil seines Teams. Wer gibt es da noch? Wen müsste man da noch rausfischen? Moment, heißt sie so Samantha Cock? Cook. Oder mit Doppel-O. Aber es war jetzt auch die Schauspielerin, oder? Ja, die Olivia Cook heißt die Schauspielerin und Samantha heißt sie im Film. Ja, danke. Okay. Das wäre jetzt ein geiler Zufall gewesen. Ne? Aber die, auch, ja. Die haben beide einen ähnlichen Nachnamen. Die Figur heißt Samantha Cook und die Schauspielerin heißt genauso nur noch ein E hinten dran beim Nachnamen. Ah, okay. Ah, okay. Laut Wikipedia und Wikipedia weiß alles. Das Internet lügt nicht. Ja, es gibt noch Helen zum Beispiel. Also ja, Age. Heißt Age. Ja, genau. Also A-E-C-H zwar geschrieben, aber ausgesprochen wie das englische H. Die oder der, ja, okay. Also in der digitalen Welt, der Parsevals bester Freund ist, beziehungsweise in Real Life, wie sich dann später herausstellt, die beste Freundin. Denn dieser Avatar wird von einer Frau bedient. Mhm. Genau. Den haben wir noch. Ja, Sorrento natürlich, den Antagonisten. Ja, Show und Daito hätten wir ja noch, die ja. Mit ihm zusammen dann spielen. Ja, die dann, also alles so, ich würde dich als Supportcast bezeichnen. Und wie du schon sagtest, eben auch diesen Sorrento, den man jetzt vor allem, also ich kenne den natürlich vor allem auf seinen Auftritten in den aktuellen Star Wars Filmen. Also er hat ja bei Rogue One mitgespielt. Und also das war so das Erste, was ich gedacht habe, als ich den gesehen habe. Ich hatte mich jetzt nicht so mit dem Cast vorab beschäftigt. Dachte mir, geil, was will denn der böse General jetzt hier? Also fand ich irgendwie cool. Dachte, es wäre irgendwie auch eine Anspielung auf irgendwas, auf die Star Wars Filme. Mega. Die Geschichte selbst. Wie gesagt, es geht um die Jagd auf die Schlüssel. Es gibt quasi diesen Kampf gut gegen böse und man muss so Stück für Stück quasi einzelne Rätsel lösen, um die Schlüssel zu bekommen. Die sind auch teilweise sehr knifflig und auch wirklich so im Detail versteckt, wie man da rankommt. Aber vielleicht sollte man da auch gar nicht so viel zu verraten, was Schlüssel das sind, wie die da rankommen. Ich denke, dass wenn man das so in der groben Form beschreibt, dann genügt es völlig.
Ja, dann können wir uns eigentlich mal so auf ein paar Details stürzen, die mir aufgefallen sind. Ich fange mal vorne an, zum Einstieg vielleicht. Der Film spielt ja zu einem wirklich riesengroßen Teil in dieser Oasis. Also ich kann das jetzt schwer schätzen, aber ich würde vermuten, wir sind bestimmt, also so gefühlt 70, vielleicht sogar 80% des Films spielen in der Oasis. Ja, Würde ich 80. eher 80, ne? Ja. Und die sieht aus meiner persönlichen Sicht fantastisch aus. Also das ist locker das Niveau, wie ich das zum Beispiel auch von den Blizzard Cinematic Trailern kenne, ja, oder bei den von, eben auch in den Spielen, wie die drin stecken, hat mir sehr gut gefallen. Wie fandet ihr das denn? Ja, also jetzt rein die Optik dieser Oasis oder dass es so viel in der Oasis gespielt hat? Was wäre denn für dich interessanter gerade? Sowohl als auch, Feuer frei. Na gut, sagen wir es mal so, dass die Zeit, die in der Oasis verbracht worden ist mit diesen 80%, fand ich definitiv zu viel, weil du hast überhaupt keinen Bezug zur realen Welt gehabt oder wie die überhaupt existiert, wie die da überleben, wie die mit der Überbevölkerung klarkommen und warum das alles stattgefunden hat. Also es wird rein auf die Spielewelt konzentriert, aber sie hat in dem Fall keinen Mehrwert eigentlich, die reale Welt, und geht sehr stark unter, was ich sehr schade finde. Hätte mich schon interessiert, wie die da mehr überleben, wie die Geld verdienen, um das überhaupt zu finanzieren und wie das alles abläuft, aber das wird ja total links liegen gelassen. Ja, ansonsten von der Optik her muss ich sagen, durchweg sehr, sehr gute Qualität. Also sei es drum, die Qualität der CGI, die Kameraeinstellung, die Fahrten, das Artdesign der Welten ist alles super. Aber ich finde, dass zweigeteilt ist irgendwie so. Die erste Welt mit dem Autorennen, die sieht so verdammt gut aus, auch in der Geschwindigkeit mit King Kong und den ganzen Details. Aber ich finde, das lässt nach in den späteren Welten. Da wirkt das alles wieder so mehr steril und es sind weniger kleine Easter Eggs, Gags und Details verbaut. Also es wird ein bisschen flacher gegen Ende hin, finde ich. Zum Beispiel auf der Kriegswelt, meinst du jetzt? Ja, die total, ja, da fehlt halt so alles. Das ist einfach ein verrotteter Haufen braune Suppe, graue. Okay. Ja, also da finde ich, da haben sie ein bisschen nachgelassen. Während die erste wirklich qualitativ so genial gemacht worden ist, was mich auch ein bisschen geflasht hat, sage ich mal, also, dass die Qualität und die Animationsstufe so groß ist, hätte ich jetzt nicht erwartet. Gerade von jemandem, der eigentlich nichts mit digitaler Welt zu tun hat, wie Steven Spielberg. Dem man aber immer auch nachsagt, er hätte ein Händchen für das ganze Technische. Also ich habe zuletzt von ihm gesehen, die Verlegerin, den ich jetzt auch, muss ich sagen, nicht nur gut fand, aber einer der Sachen, der für mich sehr herausgestochen sind, war die technische Darstellung von, in diesem Fall waren es dann eben so diese Druckermaschinen von Zeitungen. Also er hat schon ein Auge für Technik und auch ein gutes Verständnis und eine Absicht immer, das irgendwie auch zu vermitteln, so technische Aspekte zu vermitteln. Das finde ich schon ganz gut. Er informiert sich sehr gut, sage ich mal. Und hat, glaube ich, auch sehr gute Leute dafür am Start, die das halt, was er nicht weiß, sehr gut kompensieren und umsetzen. Marco, hast du diesen Verfall auch gesehen? Siehst du da auch, dass es irgendwie abgenommen hat, die Qualität des CGI? Ich befürchte fast, dass also bei diesen Schlachtszenen, ich bin mir relativ sicher, wenn wir irgendwann dann mal diese ganze 8K-Technik haben und den Film wieder einlegen und das frameweise angucken, werden wir wahrscheinlich sehr, sehr viel entdecken. Aber vor allem mit den 3D-Brillen dann noch auf der Nase, das verwischt alles tatsächlich. Also da geht leider wahrscheinlich sehr, sehr viel verloren. Man sieht schon im Hintergrund immer wieder Charaktere, wo man gar nicht so schnell drüber nachdenken kann, woher man den jetzt kennt, weil schon wieder der nächste durchs Bild läuft. Ansonsten, das Rennen stimmt tatsächlich. Also was da los ist in diesen 10 Minuten des Rennens oder so, das sieht man ja alles. Also da muss man ja wirklich, selbst da müsste man schon die Pause drücken und oh, da hinten ist der Knight Rider und hier ist das Auto aus Mad Max. Überschlägt sich dann später auch genauso wie im Film Mad Max. Der DeLorean natürlich, der hat mich ja sofort gecatcht, weil ich wahnsinniger Zurück in die Zukunft-Fan bin. Da sind ja mehrere Verweise auch später, wo man dann einfach denkt, oh ja, dieses Geräusch, ich liebe es. Wer ihn gesehen hat, denke ich, weiß, worauf ich anspiele. Und überhaupt auch der Schlussdialog ja eigentlich zwischen Halliday und Wade, dann auch eine für mich Anspielung auf den Schlussdialog zwischen Marty und Doc in der Trilogie. Aber vielleicht interpretiere ich da jetzt auch zu viel rein. Ich hingegen finde es ganz gut, dass das Ganze so viel in der digitalen Welt stattfindet. Weil ich denke, wie lange hast du gesagt? 2 Stunden, 20 Minuten oder so hat der Film gedauert? Kam mir nicht so vor, überhaupt nicht. Und ich denke mal, wenn man jetzt tatsächlich das noch ausgearbeitet hätte, dieses reale Leben, dann wäre der Film schon verdammt lange geworden. Wenn man da dann auf die Details dann auch noch eingeht. Und im Endeffekt, wenn wir uns den Film reinziehen, dann wollen wir ja dieses Popcorn-Kino haben, wo wir sagen,
oh wow, hast du das gesehen und hey, da hinten läuft doch der und oh mein Gott, wie hier plötzlich King Kong ums Eck kommt oder ich will jetzt nur das Offensichtlichste immer nennen, was man schon aus dem Trailer kennt. Ich bin immer geneigt dazu, jetzt irgendwas zu spoilern. Oder Chucky, wenn plötzlich auftritt, den kennt man ja auch schon im Trailer. Wie der dann auch eingesetzt wird, ist schon sehr geil. Und ich glaube, das tut dem Film sehr gut, dass er so viel in einer Welt verbringt, wo man so stark mit den Referenzen spielen kann. Natürlich so Szenen wie mit der Bibliothek und so weiter hätte man auch auslagern können, dass man sagt, man setzt sich zusammen hin, holt sich die Daten und liest sie dann auf irgendeinem Pad runter. Aber ob das dann so rübergekommen wäre, wie es ja im Buch dann auch ist, wenn sie versuchen, da auf irgendwelche Daten hinzugreifen und nochmal irgendwas angucken, das macht er ja sehr viel auch außerhalb der Oasis. Hätte man machen können, wäre aber wahrscheinlich der optische Spaß vielleicht dran verloren gegangen dann irgendwann. Weiß ich nicht, aber ich kann die Kritik verstehen, aber ich finde es gut, dass er doch, ich denke, seine 80% in dieser erschaffenen, künstlich erschaffenen Nerd-Welt verbringt. Ja, weil die finde ich dann halt auch doch noch ein bisschen arg flach gehalten. Also er ist Popcorn-Kino, wie du schon sagst. Das funktioniert auch wunderbar ganz gut. Aber ich finde, dass er dadurch auch sehr viel Potenzial verschwendet hat, was man ausbauen hätte können. Und gerade die Bibliotheksszene, die du gerade genannt hast, wo man weglassen könnte, die fand ich eigentlich mit Abstand auch ein sehr gutes Highlight da drin. So nach dem Motto, Bill, du kannst dir die ganzen Daten holen, du hast öffentliche Zugangsrechte auf die Vergangenheit, kannst das nochmal nachsehen. Das fand ich eigentlich in dieser bildlichen Darstellung sehr, sehr gut. Da ist das Pacing halt mal ein bisschen runtergefahren und das hat mir ein bisschen mehr gegeben als dieses Dauer-Popcorn-Kino, was er echt sehr stark abzieht. Naja, ich wollte ja nicht, dass sie es weglassen, aber das hätte man ins Real Life praktisch rüberbringen können, weil in der Buchvorlage ist es halt so, dass er sich sehr viele Daten auf irgendeinem Pad runterlädt und dann dort recherchiert. Hätte aber wahrscheinlich extrem langweilig ausgesehen. Also muss er für das Kinoerlebnis wieder rein in die Oasis und das spielt halt auch dann seinen Teil mit, ne? Ja. Die hatten jetzt eben diese Buchvorlage angesprochen und an alle Leute da draußen, wer jetzt keinen Bock hat, sich das Buch zu geben. Es gibt beim Streaming-Anbieter eures Vertrauens übrigens auch das komplette Hörbuch zum Film. Ja, komplett zu hören. Also schaut mal rein, weil die Streaming-Anbieter mit dem grünen Button, den findet ihr bestimmt auch. Marco, du hattest das Buch gelesen, habe ich es richtig verstanden, ne? Ist schon einige Zeit her gewesen, ja, aber ich habe es gelesen irgendwann mal. Ich glaube, das habe ich gelesen, als ich gehört habe, dass dieser Film entstehen soll. Dann dachte ich mir, okay, was ist das genau für ein Buch? Und dann habe ich mir das bestellt und ging auch sehr schnell zu lesen. Also geht locker weg. Und vor allem, wenn man, wie ich ja auch ein Kind der 80er, 90er, also das Buch handelt eigentlich nur von den 80ern, aber so im 80er-Bereich. Und mein Vater ist ein großer Fan von Rockmusik gewesen. Und das Ganze ist ja auch irgendwie leicht rocklastig, was die Musikreferenzen betrifft. Also nicht nur, eigentlich mehr poplastig, wenn ich jetzt drüber nachdenke. New Wave, sehr stark New Wave. Ja, genau, das ist sehr gut. Und dann denkt man sich schon, okay, ich habe die Platte nie gehört, aber ich weiß, wo sie bei meinem Papa zu Hause im Keller steht. Da fährt man dann schon nochmal los und zieht sich die Nummer mal rein, damit man mitreden kann, damit man es kennenlernt. Und die ganzen Videospiele und so weiter, die hat man irgendwo direkt oder indirekt dann ja auch mitbekommen. Ich meine, jeder hatte zumindest einen Freund, der einen Atari zu Hause hatte. Wie ist das denn, also wenn das Buch schon ein bisschen her ist bei dir, gibt es irgendwelche krassen Unterschiede oder anders auch mal gefragt? Es ist so, dass ich finde auch diesen Ansatz, dass man vielleicht so ein bisschen mehr auf die reale Welt hätte eingehen können und mir persönlich auch die ein oder andere Konsequenz dann in dem Zusammenhang schlicht auch fehlt. Gibt es da mehr Hintergrund zu, ja, zur eigentlichen Welt und auch vielleicht zur Oasis selbst? Kannst du das noch dich noch erinnern? Ja, also er erledigt und plant und entwirft Strategien sehr viel in der realen Welt, lässt sich dann in der Buchvorlage ja auch von IOI, glaube ich, sogar direkt inhaftieren, um dann innerhalb ihres Systems was ausrichten zu können. Es unterscheidet sich von der Grundidee her überhaupt nicht. Es ist tatsächlich immer noch, Halliday stirbt, er hinterlässt die drei Schlüssel, man muss das Easter Egg finden, die Charaktere sind gleich. Alles andere, die ganzen Herausforderungen, die ganzen Quests, die Rätsel, die man lösen muss und nach den Rätseln die Aufgaben, die man bekommt, um dann an die Schlüssel zu kommen, sind völlig andere im Buch. Ah ja. Aha. Also es beginnt ja zum Beispiel damit, so lernt er auch Artemis kennen in der digitalen Welt. Er löst praktisch das erste Rätsel und muss dann irgendeinen Gaming-Charakter, irgendeinen Endboss, der da digital halt auch wieder zum Leben erweckt wurde, in dem alten Spieleklassiker, wie heißt jetzt der, Joust, irgendwie so, wo man mit einem
Vogelstrauß durch die Gegend hüpft. Das Spiel ist von 1982. Den muss er da besiegen. Und er hat zum Glück, wenn er sich in der digitalen Welt bei seinem Kumpel Age aufgehalten hat, haben die das immer gegeneinander gezockt. Somit hatte er die Fähigkeiten, diesen Endboss zu besiegen. Und Artemis, die ist halt regelmäßig da hingekommen, weil alle 24 Stunden wird man zurückgesetzt, wenn man gegen den Endboss verliert, dass man wieder aufs Neue gegen ihn antreten kann. Und somit besiegt er dann aufs erste Mal, glaube ich, sogar diesen Endboss und bekommt als erster den Schlüssel. Also ist eine ganz andere Angehensweise als im Film, wo sie ja dann wirklich nacheinander reinrauschen und bereits, als er da dann auf dem Scoreboard erscheint, finden die IOIs raus, wo er hier gehandelt hat, wo also hier der erste Gegner sein muss, und marschieren dann mit ihren Armeen rein, die nacheinander dann den Endboss besiegen, eben gesteuert über die Experten im Real Life, die wegrekrutiert wurden. Und also ganz anders. Also der Film hat ganz andere Quests und ganz andere Voraussetzungen als eben das Buch. Finde ich jetzt, glaube ich, gar nicht mehr so verkehrt, weil das gibt dir dann nochmal den Anreiz, das Buch zu lesen, ohne dass du vorher weißt, was drin passiert. Das ist ja, das ist super. Man hat gleich über zwei verschiedene Erlebnisse praktisch. Also ich finde das gar nicht mal schlecht. Okay, das klingt jetzt mehr, dass das Gunship-Video, also die Band Gunship hat ja einen Song gemacht zu dem Film, dass das mehr Referenzen vom Buch enthält als der Film. Das heißt, ich kenne das Video jetzt leider nicht. Solltet ihr euch mal angucken. Gunship ist eine Retro-Synthwave-Band aus England und die haben auch den Song Artemis und Parzival gemacht und das ist ein Pixel-Video mit sehr, sehr, sehr vielen Referenzen auf alle Fälle. Okay. Kann ich nur empfehlen. Wollen wir uns vielleicht mal kurz auf die Referenzen auch mal stürzen? Da waren ja wirklich unzählige drin. Also gerade diese Autorennszene, die auch im Trailer schon steht, die flasht einen ja so weg. Ich bin so überfordert gewesen mit dieser Szene, dass es einfach, du sitzt da, also irgendwer hat gemeint, das ist wirklich dieser Maulaufsperrmoment, wo du einfach nur noch aufnimmst und aufsaugst, aber nicht mal mehr verarbeiten kannst. Also wirklich krass, aber auch mega unterhaltsam, sodass ich jetzt persönlich auf jeden Fall den Wunsch habe, mir den später irgendwann auch nochmal in HD oder UHD zu besorgen und mir dann auch mal wirklich vielleicht so Frame by Frame mal anzuschauen, weil es so viele Szenen gibt, auch mitten im Film oder auch, ich sag mal, es könnte einen finalen großen Mega-Endkampf geben, Räusper, der ist so, da ist so viele Charaktere drin, das kann man gar nicht beim ersten Mal schauen alles sehen. Vielleicht wird, also zwei Sachen, mich würde mal interessieren, was so vielleicht so eure Lieblingsauftritte gewesen sind, eure Lieblingsreferenzen, was euch am besten einfach gefallen hat, wo ihr überrascht wart. Und zum anderen auch, gerade Marco, weil du wohl auch das Buch kennst, würde mich mal interessieren, wie das mit den Rechten aussah. Es ist ja nicht selbstverständlich, dass sich so ein Film so großzügig in der Popkultur bedienen kann. Hast du vielleicht gesehen, dass da irgendeine Figur ausgetauscht worden ist, die im Buch vielleicht eine andere gewesen ist? Da wirst sogar ich eine sofort. Okay. Mach ja, mal. Aber wie ist denn das hier mit dem Spoilern? Wollen wir mal was raushauen oder nicht? Also im Grunde nach kann man, wir sagen jetzt mal, ab jetzt wird gespoilert, ich mache eine Kapitelmarke rein und am Ende gibt es nochmal ein spoilerfreies Fazit. Okay, das ist jetzt auch kein so großer Spoiler, aber der Gigant aus dem All, der existiert ja, ist der Austausch für Ultraman. Normalerweise bestreitet Ultraman ja einen großen Kampf in Ready Player One und hier ist es der Gigant aus dem All. Die wurden ausgetauscht. Mhm. Was wäre denn so dein Lieblings-Cameo, sag ich mal, gewesen? Was es da jetzt war? Ja, etwas, was ich mir einen coolen Auftritt vorgestellt hätte, aber dadurch, dass der Player, der diesen Cameo benutzt, ihn namentlich erwähnt, bevor er auftaucht, war es dann für mich wieder flach, der Gundam Wing. Ja. Der war mega, ja. Ich bin totaler Gundam-Fan, also allein auch schon von der Serie. Und ich fand es halt echt schade, dass er vorher nur so sagte, Gundam wird bereit gemacht und dann auftaucht. Der hätte einfach droppen müssen. Dann hätte ich gemeint, boah, das wäre jetzt so mein Highlight in dem Film mit der Szene, wo ich gesagt habe, geil, finde ich cool. Ansonsten muss ich echt zugeben, ist das Rennen am Anfang einfach das Bombastischste. Das ist die beste Verfolgungsjagd seit Mad Max. Aber ansonsten finde ich die Battletoads, die mehrmals auftauchen, die sind einfach nur cool. Mhm. Das ist Hammer. Marc, ja, wie sieht das bei dir aus? Also natürlich als leidenschaftlicher Back to the Future Fan war natürlich jegliche Referenz diesbezüglich für mich ein Nerdgasm, wie man so schön sagt. der DeLorean mit dem Knight Rider Licht vorne drin und dem, ich glaube im Buch hat er sogar einen Ghostbusters Aufkleber hinten drauf, aber vielleicht verwechsle ich jetzt da was. Es gibt
sehr, sehr vieles, was aber vielleicht vermutlich zeitbedingt es nicht geschafft hat. Zum Beispiel, wir sind jetzt im Spoilerteil, oder? Ja. Genau. Dieses Extra-Leben, das ja am Ende hier entscheidend ist, dass Parzival nochmal die Möglichkeit hat, dieses Spiel durchzuspielen. Dieses Extra-Leben hat er ja als Münze bekommen von Ogden Morrow, also diesem Mitbegründer der Oasis. Wobei ich auch sagen muss, also die beiden kommen mir ein bisschen vor wie Jobs und Wozniak. Der eine hatte die Ideen und der andere hatte die Fähigkeiten, es umzusetzen. Im Spiel hat er irgendwann aus Langeweile hat er einen Pac-Man-Automaten entdeckt und hat Pac-Man durchgespielt und hat dann praktisch eine Münze bekommen oder ein Item halt. Und nachdem dann die große Explosion war und alle tot waren, hing er so in der Luft vor diesem Planeten und dann blinkte nur noch auf, you got an extra life. Und das war dann eben das, was er zufällig bei Pac-Man freigespielt hat. Es ist eigentlich nahezu alles ausgetauscht. Also DeLorean, also so eine großen Sachen kommen drin vor. Atari-Spiele, das rote Motorrad, mit dem Artemis fährt, hat auch irgendeinen Namen, fällt mir jetzt nicht ein. Das Akira-Motorrad. Hat ja auch den Atari-Aufkleber vorne drauf, über dem Vorderrad, glaube ich. Und es kommt alles auch drin vor, aber King Kong kommt im Buch überhaupt nicht vor. Chucky die Mörderpuppe kommt im Buch überhaupt nicht vor. Also der hat sich tatsächlich, glaube ich, an den Referenzen und an den Lizenzen vor allem bedient, wo er weiß, da kann er darauf zugreifen. Wobei man ja auch sagen muss, es ist Steven Spielberg. Der hat mit Roger Rabbit einen Film gedreht, wo Warner Bros. Disney-Figuren zusammen sind. Ne? Also der bekommt alles. Aber eben vielleicht doch nicht alles. Herr der Ringe sieht man Gandalf im Hintergrund mal vorbeilaufen oder vorbei fliegen, tanzen. Aber das ist auch nur so versteckt im Hintergrund. Also da ist die Frage, hat man nur was genommen, was eindeutig daran erinnert, aber wo man keine Lizenzen dafür braucht? Weil das könnte ja jeder andere sein, der einfach einen komischen Hut trägt und einen langen Bart hat. Oder hat er die Rechte auch wirklich so bekommen, wie er sie wollte? Ja, da würde ich sagen eher nein. Es gibt ja auch, um Lizenzen zu benutzen, gibt es auch so diverse Grundvorlagen. Und wenn du ja einen Charakter nur diverse Sekunden nicht mehr im Close hast, dann kannst du den auch so reinschneiden, denke ich mal. Weil bei der Musik ist es ja so. Du darfst bei Musik 8 Sekunden nehmen, ohne dass du Rechte beantragen musst. Ich denke, das gibt es wahrscheinlich auch beim Film. Weil man merkt halt auch sehr stark, dass diverse Charaktere ins Close gesetzt werden, die zu einer bestimmten Firma gehören. Und das ist ganz extensiv. Also ich fand die eine Figur halt auch richtig gut. Ich bin totaler StarCraft-Fan, aber es kam dann schon komisch vor, dass ausgerechnet Rainer drin ist im Close, als sehr lange auch noch. Drazer zweimal in der Aufnahme gezeigt wird und es ist halt beides von Blizzard. Das merkt man schon irgendwie. Halo-Charaktere und so weiter, ne? Ja, ach, das wäre auch mega gewesen. Da finde ich auch, da hätten sie ein bisschen in der Welt anders da ausbauen müssen. So, das ist, ich finde, ja gut. Er galt ja lange als unverfilmbar, eben genau aus diesen lizenzrechtlichen Gründen. Und Fair Use hin oder her, Fair Use-Regelung, das haben wir ja in der Form in Deutschland eigentlich nicht. Ne? Pass mal auf, aber eine Sache zu dieser Verfilmung, gerade wegen Lizenzen und 80er, 90er-Dingen, muss ich sagen, der hat einen sehr guten Zwischenweg gewählt. Ich glaube, er musste ja irgendwie die jungen Leute von heute ansprechen. Der Film ist ja auch ab 12, wir sind eine ganz andere Nerd-Generation und alles. Die vielen Leute von heute kennen unsere 80er-Jahre-Dinger nicht. Und was ja wirklich die meisten 80er-Referenzen in diesem Film waren, das war die Popmusik. Dieser ganze New Wave-Gram, Aha, Billy Idol, alles Mögliche. Aber die Figuren an sich waren viel mehr auf 90er bezogen und moderne Sachen, damit er einen schönen Schnitt hat, um alle anzusprechen. Also die Idee fand ich nicht schlecht, die er da gewählt hat. Gebe ich dir voll recht. Also er muss natürlich diesen Film, der muss sich refinanzieren, schon allein um das Werbebudget wieder reinzuholen, weil momentan auf jeder Plattform wirst du zugeschissen mit Ready Player One Werbung. selbst bei dem Ready Player One Trailer auf YouTube läuft der Ready Player One Teaser. Habe ich diese Woche erst gehabt. Ich verstehe es aber auch, denn das Buch war halt einfach für eine Zielgruppe, die das abfeiern kann, die ungefähr in dem Alter und in dem Bereich von dem Autoren Ernest Cline war. Das Buch muss jetzt der Film muss jetzt einfach die Kohle reinspülen und zwar nicht auf einer schwarzen Null, sondern wirklich, der muss natürlich Gewinn machen, ist klar. Schon allein, weil so große Namen auch dahinter stehen. Ja. Und ich kann das absolut verstehen, ich hätte es vermutlich nicht anders gemacht. Und Ernest Cline hat ja auch am Drehbuch jetzt mitgeschrieben, somit denke ich mal, ist da nicht viel drin, was nicht irgendwie in seinem Interesse wäre. Und so Anspielungen wie eben The Rush, dieses Album 2112, ist in der letzten Quest zum Beispiel im Buch extrem wichtig,
Wenn man die Geschichte des Songs kennt oder dieser Pop-Rock-Oper, wie immer man das Album bezeichnen möchte, findet am Ende tatsächlich insofern Erwähnung, als dass es in Hallidays Zimmer als Poster an der Wand hängt. Da hat man es zumindest noch mit eingebaut, auch wenn man es nicht umsetzen konnte. Also sie mussten es anders lösen und natürlich mussten sie es auf das heutige Kinopublikum zuschneiden, ist mir auch aufgefallen. Aber da hatte ich jetzt kein Problem mit, weil der ganze Film ja sowieso vom Buch, von der Handlung her, von den Quests her völlig abweicht. Wargames zum Beispiel war sehr, sehr wichtig. Den musste er, nachdem er ja den ersten Gegner besiegt hat und den Schlüssel hatte, um dann weiterzukommen. Dann war die Quest aber erst beendet, wenn er den Film Wargames, die Rolle von Matthew Broderick, komplett bis zum Ende mitgesprochen hat. Dann hatte er es das okay, dass er jetzt hier die erste Challenge geschafft hat und bekam den Hinweis für die nächste. Wargames hatte überhaupt keine Erwähnung in dem Film. Zumindest ist es mir nicht aufgefallen. Aber das ist ein Problem. Wir haben drüber geredet, mal kurz. Stimmt, genau. Das war eine leichte Anspielung da. Ja, richtig, genau. Stimmt, jetzt wo du sagst. Richtig. Ja, siehst du, aber man muss sich wahrscheinlich wirklich 5, 6, 7, 8 Mal frameweise angucken, um alles zu entdecken und auch zu schreiben. Ja, oder du musst es halt auch selbst gekannt haben. Das ist genauso wie mit, hey, ich will zurückreisen wie Bill und Ted. Ja. Wer kennt Bill und Ted heute noch? Sehr gut. Bevor wir dann gleich auf unseren jeweiligen Fazit kommen, nochmal, weil wir ja auch gerade im Spoiler-Bereich sind. Das ist ein US-amerikanischer Film von Steven Spielberg und das ist natürlich auch irgendwie vorhersehbar gewesen, dass der ein Happy End haben wird. Wie fandet ihr das denn? Ist euch das auch so klischeehaft in Erinnerung geblieben? Denn ich finde, ich war bis zum Schluss eigentlich voll mitgerissen vom Film. Ich fand das einfach alles geil, irgendwie auch spannend und natürlich toll inszeniert. Aber das war doch dann ganz am Ende und spätestens, wenn er die Frau in den Arm nimmt und dann küssen darf, war mir das persönlich zu klischeehaft. Da hätte ich gern mit irgendwas gerechnet, was vielleicht auch insgesamt übrigens auch ein bisschen mehr Konsequenzen hat. Gerade weil, naja, im Endeffekt hat sich an dem Konsumverhalten der Leute, die in die Oasis gehen, nichts geändert. Es wird wir sind im Spoilerbereich, Heavy Spoiler, so eine Art Zwangsabschaltung einmal die Woche dann auch gemacht, wo dann halt eben die Leute gezwungen sind, sich mal in ihren eigenen vier Wänden umzugucken und vielleicht mal auch vor die Tür zu gehen. Aber dem Grunde nach werden überhaupt keine Konsequenzen gezogen. So. Und so insgesamt fand ich das Ende dann doch ein bisschen klischeehaft. Okay, die Guten gewinnen, die Bösen kriegen einen auf den Deckel, die Polizei kommt und bla bla bla. Also das fand ich ein bisschen schwach und ist so vielleicht mein größter Kritikpunkt am ganzen Film. Wie seht ihr das denn? Wie zufrieden seid ihr mit dem Ende? Also jetzt rein auf das Ende bezogen, ja, es ist sehr klischeehaft, das ist aber meiner Meinung nach dieser ganze Film durchweg fürs Popcorn-Kino. Ich hätte das Ende, hätten wir vielleicht dann in dem Bezug ein bisschen überspitzen können, sag ich mal, dass es doch ein bisschen humoristischen, charakterischen Charme hat und trotzdem beim Popcorn-Kino bleibt, aber allerdings gebe ich dir recht, was aber halt auch wieder meine Meinung zu, dass die reale Welt untergeht, nicht benutzt wird, um das Ende dann halt auch noch ernster zu machen und die Konsequenzen einzuleiten. Ja, es ist zu flach, das Ende, eindeutig. Ist es aber tatsächlich im Buch auch. Also, dass diese letzte Quest wird gelöst. Er ist der große Sieger, alle feiern ihn als den neuen guten Helden, der in glänzender Rüstung mit seiner kleinen Armee dort den Sieg geholt hat. Dann nimmt er den Helm ab, trifft sich dann mit Artemis, glaube ich, sogar zum ersten Mal in Real Life, also in dieser Phase. Und sagt dann, du übrigens, ich hab dich voll gern, ja, ich dich auch, zieh ein Buch aus. Also das ist wirklich auf eine Seite, dass da eine Beziehung tatsächlich dann richtig entsteht, ist ganz schnell abgehandelt. Das Buch, muss man ja auch dazu sagen, ist kein Meisterwerk. Es lebt tatsächlich von den Referenzen, aber geschrieben ist es nicht unbedingt brillant. Aber es ist jetzt auch nicht langweilig. Es unterhält einen gut, aber es hat jetzt nicht den Anspruch, auch nur ansatzweise irgendeinen Literaturpreis. Hey, da dürfte ich aber noch mal eine Szene mit dem größten Kritikpunkt mal kurz loswerden, die halt wirklich hart meiner Meinung nach war. Ey, dem seine Tante stirbt und es interessiert ihn nicht. Im Buch war die Tante ja auch noch ein richtiges Miststück. Im Buch war die Tante, die hat ihm alles weggenommen, was er irgendwie an Rechner hatte. Irgendein neues Item hat sie ihm weggenommen und hat damit versucht, dann die Miete zu bezahlen. Hat das veräußert in irgendeinem Ramschladen. Also Im Buch war tatsächlich froh, dass die Alte endlich hier den Löffel abgegeben hat, weil die ihn einfach nur scheiße behandelt hat. Ja, aber die wirkte da jetzt noch so ein bisschen neutral gegenüber. Ja, die war voll nett für ihn. Ja, sie war echt schockiert, dass er plötzlich eine freundliche Tante haben kann. Wie gut. Jungs, gibt's noch was ihr in den Spoiler-Teil packen wollt oder wollen wir zum Fazit kommen?
Ich glaube, ich bin durch. Ja, nee, lass mal, ist gut. Sehr gut. Bei uns ist es am Ende eben so, dass wir versuchen, auch Punkte zu vergeben, ja, auf einer Skala von 0 bis 5. Also 5 ist das absolute Meisterwerk, aber eben auch 0 Punkte wären dem Grunde nach möglich. Man kann das gerne auch nochmal halbieren, die jeweiligen Punkte. Würde ich einfach mein Fazit mal voranschieben, damit ihr noch Gelegenheit habt, euch einen Moment Gedanken zu machen. Ich fand, das war ein sehr, sehr guter Film. Wer Filme mag, wie jetzt beispielsweise die Matrix, Inception oder beispielsweise eben auch von Bruce Willis gab es einen, Surrogates, der hat auch Parallelen. Wer solche Filme mag, mit ein bisschen Virtual Reality, wer generell Nerd ist, wer Bock hat auf mehr popkulturelle Referenzen als erzählen kann, der muss sich diesen Film unbedingt anschauen. Er ist ein Effektfeuerwerk, ein Cameo-Feuerwerk. Er ist auf ganz, ganz vielen Ebenen beeindruckend. Und das Erste, was ich nach dem Film gemacht habe, war mir eben auch diesen wirklich geilen Soundtrack reinzuziehen, den ich persönlich wirklich gut fand. Also ich fand, das war mal wieder ein cooles Revival von Songs, die übrigens sehr gut immer gepasst haben. Ich fand den Soundtrack wirklich herausragend, sehr schön zusammengestellt. So wirklich auf einem Niveau mit zum Beispiel auch Guardians of the Galaxy, die ja auch immer einen fantastischen Soundtrack haben. Also das dazu. Es gibt natürlich eine Handvoll Punkte, die man kritisch sehen kann. Das ist generell eben das doch recht klischeehafte Ende, wie ich finde. Das fand ich insgesamt ein bisschen schwach. Und es ist auch so, dass ich gern mehr Konsequenzen gesehen hätte. Also es ist so, es scheint mir doch eine recht US-amerikanische Perspektive auf die Welt zu sein. Ja, okay, Welt geht halt unter, scheiß drauf, wir gehen jetzt in die Oasis und ich ziehe kaum Konsequenzen. Auch diese Rebellen, die es gibt, die quasi ja so ein bisschen die Guten sind, die aus irgendwelchen Gründen anscheinend doch mal eine Möhre auf ihrem Balkon selbst ziehen. Also wir sehen kurz, dass sie so ein bisschen grüne Anlagen haben, aber so dem Grunde nach ist es doch sehr konsequenzlos und oberflächlich. Das könnte man am Film kritisieren. Das ist aber auch schon wirklich sehr nitpicking heißt es, glaube ich, also sehr ins Detail verliebte Kritikpunkte. Insgesamt ein fantastischer Film, den ich wirklich über weite Strecken empfehlen wollen würde. Auch gestern erst wieder Kumpels von mir. Guckt ihn euch unbedingt an. Ich persönlich würde, wenn ich Punkte vergeben würde, wir wären so bei 4, vielleicht sogar 4,5 Punkten, weil er wirklich, wenn man irgendwo Abstriche machen kann, alles schön und gut, aber das wird eben durch diese so vielen Anspielungen, gibt es da locker Bonuspunkte und allein schon, weil da das Batmobil aus der Adam West-Serie drin war, muss ich sagen, er hat mein Herz erobert. Deswegen von meiner Seite aus 4, vielleicht sogar 4,5 Punkte. Stefan, wie sieht es denn bei dir aus? Wie sieht dein Fazit aus? Okay, also ich werde mein Fazit jetzt nicht so extrem ausschmücken können wie du, weil ich muss halt jetzt einfach sagen, gleich zur Note, der Film kriegt von mir definitiv nicht mehr als nur 2,5. Es ist ein wirklich sehr schöner Film, aber es ist bei Weitem kein guter Film. Ich sehe das jetzt als neutraler Mensch, der das Buch nicht gelesen hat. Daher kann ich mich nicht auf die Handlung vom Buch beziehen und kann das damit vergleichen. Aber wenn ich den Film jetzt an sich bewerten müsste, er ist super detailverliebt, hat, wie du schon sagst, sehr viele Cameos, Anspielungen, Referenzen und alles, was den Film auch wirklich zugutekommt. Dafür ist er da, das soll er sein, das macht er verdammt gut. Technisch astrein. Aber im Ganzen ist das Ding nicht mehr als ein riesen Popcorn-Feuerwerk mit flachen Charakteren, mit flachen Welt. Da ist nichts greifbar. Ich habe die meiste Zeit an dem Film wirklich denken müssen, ey, irgendwie erinnere ich mich an Scott Pilgrim und wie hätte Del Toro diesen Film gemacht? Ja. Also wie gesagt, ich empfehle auch Leuten, die auf Popcorn-Kino stehen, visuelle Meisterwerke, die vor allen Dingen mit Nerd-Referenzen was anfangen kann, die auch zum Teil auf 90er und 80er stehen. Klar, angucken auf jeden Fall, kann ich bedenkenlos empfehlen, aber wenn ich ihn als guten Film bewerten müsste, nee. Also da ist er echt bei einer 2,5. Okay, vielen Dank. Marco, wie sieht es bei dir aus? Was ist dein Fazit? Ja, eben weil er halt Popcorn-Kino ist und weil er auch wirklich auf genau diese Art von Unterhaltung zugeschnitten worden ist. Von Anfang an, glaube ich, war das eigentlich jedem klar. Weiß man ja, worauf man sich einlässt, wenn man reingeht. Und egal, ob man das Buch jetzt kennt oder nicht, ich bin der Meinung, die Leute kapieren langsam, dass ein 16-stündiges Buch einfach nicht in 2 Stunden zu packen ist. Dass dann natürlich das Ganze anders funktioniert, weil es auch ein anderes Medium ist. Ich gebe dem Film eine glatte 4, weil er natürlich seine Schwächen hat, eben auch die genannten, aber die fallen mir erst auf, nachdem ich aus dem Kino rausgehe und in Ruhe nochmal den ganzen Film durch den Kopf gehen lasse. Also ein paar Dinge bemerkt man natürlich gleich, aber so im Großen und Ganzen, die Kritikpunkte kamen nicht, während ich geguckt habe.
weil ich mich einfach sehr gut unterhalten gefühlt habe. Und wenn mich ein Film sehr gut unterhält, dann kann ich dem keine schlechte Note geben oder auch keine mittelmäßige, denn ich habe mich sehr gut unterhalten gefühlt. Das hat er richtig gemacht. Das war plumpes Popcorn-Kino, aber das weiß man eigentlich, wenn man in einen Film geht, in dem es darum geht, dass wahnsinnig viele Referenzen aus früherer Zeiten in einer digitalen Welt versuchen, die Weltherrschaft eines bösen Unternehmens zu unterbinden, dann weiß ich, worauf ich mich einlasse. Und der Film hat in der Richtung alles richtig gemacht. Also sehr, sehr vieles richtig gemacht. Hätte alles richtig gemacht, wäre es eine 5 von 5, aber eine 4 von 5 ist, glaube ich, ein faires Urteil, ja. Mega. Jungs, vielen, vielen Dank, dass ihr euch heute die Zeit genommen habt, mit uns über Ready Player One zu sprechen. Ich finde es mega geil. Das ist auch der beste Beweis, dass es tatsächlich eine Community da draußen gibt, die auch bereit ist, mal miteinander zu quatschen. Und auch an euch da draußen. Wir freuen uns immer über Feedback. Also ich werde natürlich erstmal die Arbeiterjungs verlinken. Ihr werdet auf jeden Fall jeden Podcast von Marco finden können. Und ihr werdet sicherlich auch einen Link dazu finden, wann mal wieder die nächste Community-Veranstaltung in Darmstadt ist. Da gibt es also alle Links, die ihr dazu braucht. Und ihr könnt uns gerne Feedback hinterlassen, ihr wisst ja, wie das läuft. Ihr könnt überall, könnt uns liken, ihr könnt da überall ein Follow dalassen, glaube ich. Ihr könnt uns auch Kommentare hinterlassen, sowohl im Blog, aber beim YouTube-Upload, den wir machen. Ein Stern auf iTunes oder ein paar mehr sind auch ganz nice. Ihr wisst ja, wie das läuft. Und wenn ihr Bock habt und vielleicht auch die Gelegenheit, an irgendeiner Preview mal teilzunehmen oder vielleicht mal in einer Sneak Peek sitzt, in einer Sneak Preview und habt da irgendwie die Möglichkeit, einen Film vorab zu sehen, meldet euch doch mal. Wir haben da bestimmt eine Gelegenheit, mal drüber zu plaudern. Stefan, Marco, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Sehr gerne. Gerne wieder. Ciao. Tschüss. Ciao.